Riecht ihr das auch? Das ist so ein angenehmer Geruch. So ein bisschen kokosnussmäßig, aber nicht da, nicht so, so fad kokosnussmäßig, sondern richtig stark kokosnuss angenehm mit einem Hauch von Minz. Warte mal. Ich weiß, was es ist. Es ist Iridium. ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast. Überraschung. Überrascht euch? Ich habe einfach mal genau nach demselben Prinzip wie das erste hier unten auch eine zweite Tree Farm gebaut. Und ja, ich gebe euch nur ein ganz kurzes Update. Dieses zweite Ding hier verarbeitet nicht wie unten, hat auch keine Fermenter oder sowas, sondern alles, was hier produziert wird. Das heißt, das Holz hier, das hier reingeht und so weiter, das wird alles, das bleibt alles hier oben. Aber der Saft, der in dem Fermenter hier produziert wird, oh, das Wasser kommt endlich, gut, wird hier entlang gepfeffert und wird dann anschließend in diesen Tank gegeben. Und ich sollte das, weil das doppelt so schnell geht, eventuell anschalten. Ich glaube sogar, wenn ich einen Biogenerator anhabe, ist das sogar noch zu langsam bei zwei Fermentern. Aber auf jeden Fall habe ich das mal getan. Es läuft nach demselben Prinzip ab, aber die Saplings und Äpfel kommen hier runter, landen in diesem, das hier ist eine Eisenpipe. Alles, was hier reingeht, geht nur zu einem Ausgang wieder raus. Das ist die Eigenschaft eines Eisenpipes. Und darunter ist eine Diamantpipe. Die sortiert Items. Und die Äpfel kommen in diese Richtung, in den Squeezer hier rein, auch die von oben. Und die an alles andere kommt in die Saplings Chest. Und ich habe das mal so gemanagt, damit ich immer den Überblick habe. Und das, was in der Sapling Chest ist, muss ich benutzen, um alle Arboreten und so weiter alles hier zu betreiben. Warte mal ganz kurz, habe ich hier Humus drin? Ja, ich habe hier tatsächlich Humus drin. Wie wäre es, wenn ich den mitnehme? Obwohl ich habe drei Iridium mehr. okay. Tut mir sehr leid fürs Husten. Was ich jetzt erstmal machen werde, ist ausmisten mein Inventar. Und alles einordnen hier, was ich. Ich weiß, ich habe Unordentlichkeit hier, also Unordnung hier. Aber ich werde mal ein bisschen ausmisten und anschließend sehen wir uns gleich wieder, wenn ich euch ein kleines Update gebe, was ich hier sonst noch so getan habe. Nein, das kommt hier nicht rein. Böse Exes. Wow. Ups, was haben wir denn hier? Tja, dies hier ist eine kleine Maschinerie, die ich gebaut habe. Naja, Maschinerie nicht so wirklich. Das hier könnt ihr euch übrigens alles wegdenken hier. Das ist Scheißdreck. Also die Röhre hier mit den Combustion Engines. Nein, bitte nicht arbeiten. Oh, die haben ja nur Lava. Ja, von mir aus arbeitet halt. Mir doch egal. Auf jeden Fall, als erstes dies hier ist der Lavatank mit dem ganzen Lava, was ich da oben rumgefischt habe. Und das wird benutzt, um in diesem Geothermal Generator, das sind ganz normale Generator, die mit Lava Energie produzieren und auch sehr effizient arbeiten, glaube ich zumindest, wird alles, wird Energie umgewandelt. Also Lava in Energie umgewandelt und anschließend in diesen MFSU gegeben. Und der hat bis jetzt 6 Millionen. Es geht viel schneller als mit meiner Baumfarm. Allerdings ist mir irgendwie, also, es fühlt sich besser an, wenn man Bioenergie hat. Also ich fühle mich als was Besseres, nur weil ich hier Bäume benutze, um Energie zu verbrauchen. Aber manchmal tue ich auch einfach das Ding hier anschalten, falls ich ganz schnell Energie brauche, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich meine Sachen hier reinlege. Und was soll ich sagen? Passt mal auf. Noch ein Update. Fortune 2. ja, ich habe Fortune bekommen. Nach ungefähr 3 Pickaxes oder sowas. Und habe anschließend meine ganzen Diamond Ore und so weiter umgewandelt. Und jetzt guck mal, wie viel ich habe hier. 53 Diamonds. Und das waren nicht mal alle. Ich habe alles, was ich gehabt habe, mit Fortune bearbeitet. Und ja, extrem viel XP bekommen. Und habe dann noch was enchanted. Und habe dann anschließend Fire Protection bekommen. Und auf meinem Jetpack ist ein Blast Protection. Also habe ich schon mal viel mehr Protection als vorher. Allerdings ist mir das noch zu wenig. Also, hey, das war gerade vom Fallschaden, das war nicht gut. Ja, das ist schon mal gut, aber ich versuche weiter zu sammeln, um mehr Protection zu kriegen. Und das hier habe ich auch mal gemacht. Und was ich euch jetzt noch zeigen will, was habe ich denn hier groß noch? Nein, habe ich eigentlich nicht viel. Außer, nein, das war's. Dann machen wir mal was Neues. Ah, nee, unser Tankard. Das steht hier gerade und es steht still. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Ding nichts zu tun hat. Das Ding ist komplett randvoll mit Öl. Und es wird auch wahrscheinlich fertig werden, bevor das gesamte Öl aufgebraucht ist. Ist hier noch mehr Iridium? Ich glaube nicht. Aber das Diam... Äh, das...
Saphir, das sollte ich vielleicht nehmen. Emerald meine ich. Nein, nein, das ist Green Sapphire. Okay, doch. Aber auf jeden Fall, das baue ich jetzt mal ab. Danach machen wir ein bisschen was mit... oh, Uran. Danach machen wir ein bisschen was... Der hat es gerade ganz eiskalt aufgesammelt. Danach machen wir irgendwas mit irgendwas Neues. Weil das Update ist ja schon fertig. Das war nicht viel. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das hier alles gemacht habe. Ich brauche wieder zu viel heute. Okay, es scheint so, als ob dieser Thermometer ein einziger Gerät ist, die ich sozusagen craften kann. Aber erst, wenn ich eben auch weiß, wie es gecraftet wird. Und das heißt also... Eins der Elemente, die es braucht, ist dieses Cognitio. Und das ist eins der Elemente, die hier, wie ihr sehen könnt, das Thermonomicon enthält 12 von denen, was recht viel ist. Das habe ich komplett. Das heißt, das Cognitio brauche ich nicht mehr. Aber die anderen drei, oder anderen, weiß ich nicht, ich glaube, es sind zwei, weil 40% habe ich davon schon, sind noch unbekannt. Und sobald ich weiß, was das ist, stecke ich dann eben das genau hier rein. Und dann sollte ich eigentlich das Thermonomicon bekommen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher... wie wär's denn, wenn ich ein bisschen Weed mitnehme? Ist so viel Zeug, dass ich hier eigentlich nicht verschwenden will. Bauxite, eventuell? Ah ne, Bauxite bringt gar nichts. Kartoffeln? Nein, auch nicht. Fertilizer? Nein, bringt auch nichts. Hm. Scheint so, als ob das, als ob dieses Thermometer noch, Presentatio heißt. Braucht. Oh mein Gott, ich vergesse schon die Wörter. Und das scheint Magie zu sein von dem Icon. Und ratet mal, was Magie hat. Enchanted Book. Wer hätte das gedacht? So, jetzt haben wir 50 davon. Jetzt habe ich einen Knockback 2 rausgeschmissen. Wow, was für eine Verschwendung. Was haben wir denn hier noch? Smite. Power. Power brauche ich nicht eins, weil wenn man das von einem Level 1 aus einem Bogen bekommt, ebenfalls Sharpness. Ein Earth Shard hat das auch, aber das ist, glaube ich, Verschwendung, den da rein zu pfeffern. Obwohl, ich kann ja mal ein paar davon nehmen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Immer weiter. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Oh, yeah. Ja, ja. Immer weiter. Ja. Ja. Und noch Machina. Oh, mechanisch. Okay, alles klar. Dann brauche ich das auch noch. Das heißt, ich brauche Magie und mechanisch. Ah, jetzt habe ich schon weggeklickt. Okay, passt auf, ich habe es zu Ende gemacht und habe übrigens meine Thormium-Axe, die ich gefunden habe. Das war so eine lilane Axt. Ich zeige euch mal ganz kurz, was es ist. Thormium-Axe. Die hier, die habe ich gefunden im Untergrund. Habe die also untersuchen lassen. Die ist leider verschwunden gerade. Und damit hat sich alles drei erfüllt. Ich brauchte dieses Machina. Ich brauchte, das übrigens in Redstone enthalten ist hier. Guck mal. Dann dieses magische und dieses Corpus-Dings da. Und als ich es hatte, war das eine Schriftrolle und die konnte ich dann rechtsklicken und anschließend hat sich das in meinem Thermonomicon eingetragen und damit haben wir den Thermometer. Und den können wir craften, indem wir einen Watershot nehmen und mit Gold umringen und das werden wir jetzt mal tun. Mal gucken, was das für Geheimnisse mit sich bringt. Wir brauchen 4 Gold und einen Watershot. Und ich tue mal alle Shards, die ich habe, hier reinstopfen. Da ist ein Water Shard. Ich habe allerdings nur ein... Ah, ne, ich habe ein Stack da, noch dort. Okay, alles klar. Auf jeden Fall stopfen wir alles mal hier rein. Und den einen nehmen wir mit. Genau, genau. Und die Eimer möchte ich gerne auch mitnehmen. Und jetzt brauchen wir eine Arcane Worktable. Ich glaube, da muss ich noch eine craften, indem ich 3 davon nehme und 2 normales Holz. Und das normale Holz sammelt sich hier drin an. Vielen Dank. Yay. Yeah. So, also wie gesagt, ihr braucht davon 3 Stück. Und das setze ich mal hier hin, damit wir das... Nee. Du kommst hier hin. Genau. Wie kann ich die Workbench machen? Warte mal. Ich bin nicht so ein erfahrener Typ, deswegen. Crucible war es nicht. Arcane Worktable, genau. Oh ja, ich muss einfach nur rechtsklicken. Ich bin auch blöd. So, jetzt... Whee! Ach ja, genau, ich benutze ja sozusagen als Antrieb meinen Zauberstab. 1, 2, 3, 4. Und Thermometer. Was kann der jetzt? Er zeigt in Richtung Energie. Okay.
Ich sollte vielleicht mal davor schlafen. Anscheinend zeigt uns das Thermometer, wo die Mitte des magischen Feldes in dieser Gegend ist. Und noch weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll, aber auf jeden Fall recht nützlich. Ich glaube, es ist hier in der Luft sozusagen. Hier ungefähr so. Gleich springt es um. Hui, genau so, hier so in der, ungefähr ist es. Oh. Oh yeah. Komm. Gib's mir, Baby. Oh yeah. Na komm schon, ich bin gleich da. Ja. 80. Komm. Ja. 100%, 100%, 100%. Basic Transmutation. Vielen Dank. So, rechtsklicken. Das habe ich nicht mal durchgelesen, aber ja gut. Basic Transmutation. Transformation of base metals into gold. Okay. You are now able to transform basic metals like iron into golden nuggets. The transformation is not without costs. Alas, however, but one can never have too much gold, can one? Okay. Warum zum Teufel sollte ich alles in Golden Nuggets umwandeln? Das verstehe ich nicht. Die Shards sind übrigens eine gute Möglichkeit, um zu researchen, ohne groß zu fast zu verbrauchen. Komm schon. Irgendwas muss da doch sein. Vielen Dank auch. Okay, das Magie ist auch nicht. Hier ist auch nichts dabei, was ich noch brauche. Die zwei sind schon drauf. Komm schon. Ah, Eis noch. Aber ich glaube, es gibt Besseres, als den Water Shard und Eis zu verbrauchen. Das auch nicht. Verdammt nochmal, das ist schwer. Es ist schwer, was zu finden. Aber ich gehe mal ein bisschen Eis holen hier. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh, Warp halt dran, kann drauf. Okay, alles klar. Das war's auch nicht. Ah, ha, Licht war's. Okay, alles klar. Also bis Lux. Alles klar. Dann pumpe ich das mal rein, bis es fertig ist. Komm, 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 komm. Vielen Dank. Nitor. Was ist Nitor? This glowing flame seems to be fueled by magic itself. The number of uses for an ever-burning flame seems endless, but unfortunately it doesn't seem to produce much heat, though it could prove to be a steady source of light and energy. Bing bong! Wo ist mein Thermonomicon? Thermonomicon. Ich mag das Wort. Thermonomicon. 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 Oh, es ist Wasser weg. Da. Oh, das reicht schon. Alles klar. Alles klar. So. Thermonomicon. Du hast mir gesagt, ich soll 6 Lux, 4 Potentia und 4 Ignis. Ach du meine Güte. 4 Ignis. Wo bekomme ich denn Ignis her? Oh, Obsidian. Na, ich glaube, nicht so genug gute Idee. 1. Wie viel davon brauche ich? 6 Lux, das heißt 2 Torches rein noch. Dann brauche ich noch. Also ich habe Ignis, ich habe Feuer kann ich auch mit Feuerzeug oder sowas in der Richtung. Was hat noch Feuer? Oh. Fire Shards. Aber ich glaube, die will ich nicht verbrauchen. Netherrack, ich hab's doch gewusst, dass ich was hab. Du. Ich brauche 4 davon. 1, 2, 3, 4.
4 Potenzia. Die sind doch drin. Was passiert, wenn ich jetzt, ich hab doch alles drin. Was mache ich jetzt? Oh, ich muss den Wand auf dem Ding benutzen, okay. Na, komm, lass mich. Oh yeah. So, wir haben jetzt ein Nitor. Was auch immer ein Nitor ist. Oh, das sind diese coolen Torches. Oh, cool. Pass mal auf, Achtung. Achtung, wenn ich jetzt in eine dunkle Gegend gehe. Pass mal ganz genau auf. Hier. Wow, wie cool. Ich werde damit noch ein bisschen rumspielen, wie wär's damit. Und präsentiere euch dann in der nächsten Folge alles, was ich rausgefunden habe. Aber jetzt zu was anderem. So, ich hatte eigentlich in dieser Folge noch vor, euch zu erklären, was ich eigentlich vorhabe. Nämlich, also mit diesem Ding hier. Das hier sollte ein Macro Crucible werden, der mithilfe von Lava, die hier ist, einen Magma Crucible antreibt. Also, ich fange nochmal von vorne an. Wie wär's damit? Hier, Combustion Engines. Die anscheinend immer noch... Oh mein Gott, warum sind die so warm? Wahrscheinlich, weil Lava drin ist. Weißt du was, ich baue die mal ab. Das ist mir ein bisschen zu gruselig hier mit den Combustion Engines. Auf jeden Fall, die Dinger haben einen Magma Crucible angetrieben, der Cobblestone in Lava konvertiert. Und das wiederum war total für den Arsch. Also, der hat, glaube ich, 30.000 EU für einen Vorgang gebraucht. Und 30.000 EU, ihr könnt euch vorstellen, wenn Combustion Engines mit Lava erzeugen pro Tick, und es gibt 10 Ticks im Game, beziehungsweise 20 Ticks, sagen wir 20 Ticks, ein Tick, also ein EU pro Tick, und das sind 20 EU pro Sekunde, und bis da 30.000 zusammenkommen, dauert es ein kleines bisschen. Ich habe gedacht, ich könnte das irgendwie anders machen. Irgendwie werde ich einen Weg finden, um Cobblestone, den ganzen Cobblestone, den ich habe, in Lava umzuwandeln. Moment, Cobblestone. Das Einzige, was ich halt eben machen kann, ist, oh nein, das ist der Slab, den will ich nicht haben. Das Einzige, was man mit Cobblestone machen kann, ist, wie gesagt, im Magma Crucible, und dafür braucht man 24.000 MJ, also Microjoule, und das ist eine Zumutung. Also, irgendwas werde ich schon rausfinden. Oh mein Gott, ich sollte vielleicht das zweite anschalten, ansonsten. Stone Waterproof. Genau. So. Du arbeitest jetzt auch mal. Auf jeden Fall, ja, das wollte jetzt... Vielleicht finde ich es in der nächsten Folge raus, was man damit machen kann. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bei Feed the Beast. Wenn ihr noch irgendwas zu Thorncraft zu sagen habt, dann könnt ihr das gerne tun in den Kommentaren. Vielleicht lerne ich ja was dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Feed the Beast, würde ich sagen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. See ya.